Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2 Flames of Vengeance. In der letzten Folge sind wir in diesen Nymir-Tempel hier gelaufen. In der Folge werden wir ein bisschen hier drin aufräumen. Beziehungsweise die Gewölbesoldaten entsorgen. Ich muss ein Heilmittel finden. Naja, musst du nicht Dieses wirklich. Gift bringt mich um. Nein, nicht wirklich. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Also Gift ist eigentlich kein Problem mehr. Vor allem, wenn es von irgendwelchen toten Skeletten kommt, nicht mehr. Wenn wir gegen uns selber kämpfen würden, wäre es vielleicht ein Problem. Okay, hier sind Leichen von Champions. Jetzt verstehen wir auch die Sorge von dem älteren Soldaten hier. Hier ist wirklich alles quasi böse. Und die sterben. Die hier zum Beispiel schon irgendwie am Raum gestorben zu sein. Oh. Okay. Also das scheint hier gefangen zu sein, aber bevor wir den Hebel da umlegen, der ihn wahrscheinlich befreit, werden wir erstmal mit dem Sockel reden. Nur wenn alles grün gefärbt, wird der Gefangene wohl bemerkt. Alles grün gefärbt. Also es kommt mir fast schon so vor wie ein Dungeon von Belliger, die waren ja ungefähr auf demselben Niveau. Der hat ja auch keinen, quasi für Menschenleben keinen Sinn, aber eher für die ganze so Verwirrung und Rätsel und alles. So, und wir werden mal an dem Hebel ziehen. Und haben jetzt zwei Hebel zur Auswahl. Einen im grünen Bereich und einen außerhalb. Wahrscheinlich färbt einer grün und der andere irgendeine andere Farbe. Wir werden mal den hier nehmen. Okay. Dann doch lieber den. Okay, also man muss immer weitergehen hier. Hat sich jetzt irgendwas grün gefärbt? Oh ja, hier. Nein, das war's nicht. Dann vielleicht der Hebel hier. Auch nicht. Okay. Dann vielleicht der Hebel hier? Nein. Ah, doch, der Hebel. Färbt den da. Färbt das hier grün? Wenn wir dann den hier nehmen? Nee, dann wird die Tür auch nicht offener. Aber. Ach, okay, dann wird die auch noch geschlossen, die Tür. Dann würde ich sagen, wir laufen jetzt einmal im Kreis. Und werden dann nochmal den Hebel hier betätigen. Und wird der da geschlossen? Dann laufen wir nochmal im Kreis. Und betätigen den ersten Hebel nochmal. Und jetzt ist alles grün gefärbt. Gut. Rätsel gelöst und wir kriegen eine Truhe und den Typen. So könnten wir dann. Oh, göttlicher, ihr seid es. Bin ich froh, dass ihr entschieden habt, euch diesen unheilvollen Ort näher anzuschauen. Wir lesen mal seine Gedanken. Ich frage mich, wofür dieser Schlüssel ist. Aber ich will ihn nicht einem Skelett aus der Hand nehmen. Achso, den haben wir schon. Diese Katakomben machen mir Angst. Es freut mich, dass ihr unversehrt seid. Doch. Und jetzt will ich raus, bevor sich irgendetwas daran ändert, was ich hier alles herumtrieb. Aber ich habe sie alle abgewehrt. Aber meine verdammte Gier. Ich habe mich gleich auf die Schatztruhe gestürzt und BAM! War ich eingesperrt. Alles, was ihr dort findet, gehört euch. Immerhin habt ihr mich gerettet. Lebt wohl, Drachenritter. Und habt vielen Dank. Gut. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns unsere Belohnung ab. Wo ist sie? Da. Aber wir machen Quicksave, nicht, dass sich das hinter uns auch schließt. Oder so ein Scherz. Okay, der hat nichts mehr bei sich in der goldenen Truhe. Okay, ordentlich Gold und eine schöne Kette. So, dann würde ich sagen, nehmen wir den anderen Weg im Nymir-Tempel, der nicht eine Sackgasse ist und nicht so kurz ist. Nicht den hier. So, erst nochmal Quicksave und wir haben auch gleich einen Gegner. Dem werden wir schön Explosivwerfer verpassen und nehmen gleich zwei Viecher mit. Ja, also hier sind die scheinbar ein bisschen zu mehrt. Heilmittel finden. Dieses Gift bringt. Aber wirklich eine Chance haben sie auch nicht gegen uns.
Okay. Ah, gut. Einer kam dann doch an uns ran. Aber das bringt ihm auch nur den Tod. So, und wir gehen dann mal hier weiter. Ja, okay, wird scheinbar ein bisschen größer, dieser Teil. Größer, dieser Teil hier. Ja, sehr schlau, sich direkt zu mir zu porten, aber nicht, wenn ich gerade einen Explosivfall abschieße. Ja, also Explosivfall. Habe ich, glaube ich, in dem LP noch gar nicht erwähnt. Mein Lieblingsfall. Schön ordentlich Radius mit schön ordentlich Damage. So. Unser Viech hält das Viech. Hält ordentlich aus, gut. Und das Skelett will nur noch weglaufen, aber das schafft es auch nicht mehr. Und wir laufen weiter und haben hier erstmal nochmal Tomaten gefunden. Und auch praktisch am Explosivfall, er zerstört die, die Gegenstände außenrum. Also, wenn da was ist, finden wir es auch gleich direkt. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen mehr, genau, ins Licht treten? Ich wurde vergiftet. So. Ich kann nicht. Also, die Skelette sind kein Problem im Prinzip. Nur halt ihre Masse ist nervig. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich meine, solange wir nicht mal Heiltränke brauchen, sind jetzt auch nicht so das Problem. Wir sammeln mal schön die Smaragde und Giftsteine am Rand ein. Und die Troxelarit-Steine. So, rechts oder links. Erstmal verteidigen wir uns. Ich kann nicht. So. Und noch ein Explosivfall. Das war's dann auch mit denen. Aber unser Viech kämpft noch gegen Gegner. Ah, von rechts kamen auch noch welche. Ja gut, was für einen Heiltrank nehmen wir? Nehmen wir mal einen für Begrenzte. Denke ich mal. Und vielleicht hiervon auch nochmal was, dass wir die langsam mal loswerden. Und wir aktivieren mal Weg des Waldläufers. Damit wir jetzt hier richtig reinhauen. Was Schaden angeht. So, und schalten ein Viech nach dem anderen aus. Ja, also Weg des Waldläufers ist ein sehr praktischer Zauber. Verstärkt unseren Fernkampf, Rüstungswert und unseren Schaden, glaube ich. Aber schwächt halt im Gegenzug dazu dummerweise unsere Nahkampfrüstung oder unsere Nahkampfrüstung und Nahkampfschaden wahrscheinlich auch, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. So, rechts oder links, wir laufen einfach mal hier lang, das ist kürzer. Aber sind auch noch Gegner, schade. Hat er jetzt sein eigenes Viech getroffen? So. Wo ist das Viech? Gewölbezauberer, okay. Und der beschwört scheinbar die Skelette. Oder doch nicht? Nee, er heilt sich nur und wollte irgendwie. Hat sich noch selber verstärkt oder sowas Unwichtiges. Gebracht hat sie ihm eigentlich nichts, aber. Immerhin, er hat noch was gemacht, bevor er gestorben ist. So, und hier ist auch noch ein Schloss, das wir öffnen können. Und hier scheint eine kleine Schatzkammer zu sein. Okay, warum können wir die ganzen Goldhaufen nicht mitnehmen? Das stört mich immer. Und hier haben wir eine goldene Truhe mit Schattenbogenbeinschutz. Okay. Bogenschützenbeinschutz. Ein weiterer Gegenstand für auch meine ein Set. Am Laufen. Das nicht schlecht aussieht. Ist hier noch irgendwas vielleicht? Okay, scheinbar nicht. Die massiven Gold-Dinger können wir auch nicht zerstören. Und dann gucken wir uns mal kurz dieses Set an. Zumindest den Text dazu. Gegenstand, Teil einer Ausrüstung. Berühmten Banditenanführer. Na gut. Bla bla bla. Ja, irgendwas von den Banditen. Wenn wir mehr Set-Gegenstände von irgendwas haben, werden wir es dann auch anlegen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal den anderen Weg. Erwache, mein Tierchen. Aber rufen wir erstmal unser Viech. Das erspart uns zumindest ein bisschen Schaden von Gegnern. Okay,
Jetzt haben wir aber wenig Mana. Das ist ein doof. Weiterer Gegenstand. Dann wählen wir mal. Ja, normalerweise benutze ich auch die Shortcuts, aber. Und für meine Sammlung. Die Tränke, da sind es mir. Also die Gegner, die sind es mir nicht wert, dass ich wirklich die besseren Tränke verwende. Und ich habe jetzt auch keine Lust, die schwächeren als Shortcut zu verwenden und dann gegen Gegner zu kämpfen, die dann wirklich solche Tränke benötigen. Ein weiterer Gegenstand oder für die man Sammlung. Solche Tränke benötigt. Okay, das hier scheint wohl das Hauptteil zu sein und hier ist ein Sockel. Will man vorn am Ziele stehen, muss man manchmal rückwärts gehen. Okay, rückwärts. Können wir vorwärts hier durch? Nein. Hat eine sterbliche Seele diesen traurigen, unheiligen Ort gefunden. Wir lesen mal die Gedanken des Geistes. Als ich dort oben war, wo die Blume wächst, habe ich versteckt auf der Rückseite einer Kiste einen Knopf entdeckt. Wofür der wohl ist? Okay. Warum ist es ein trauriger Ort? Weil es sich um den Ort handelt, an dem ich mein Leben ausgehaucht habe. Ein großer Verlust für diese Welt. Ich bin Baldini, der Parfümeur der Königinnen und Könige. Die feinste Nase aller Zeiten. Und wie ist diese Nase an diesem traurigen Ort gelandet? Ich bin ein Opfer meiner eigenen Genialität geworden. Ich hatte die fantastischsten und besten Düfte kreiert, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber ach, am Ende ging meine Inspiration genauso ein wie die Rosenblätter in meinem Labor, dem Ort meiner Kreativität. Für ein wahres Genie gibt es keine Leistung, die nicht noch übertroffen werden könnte. Ganz richtig. Genau aus diesem Grund habe ich mich auf die Suche nach der Blume gemacht, die es nicht gibt. Was genau wollt ihr von mir? Ich fand die Blume. Doch als ich an ihr roch, wurde ich dermaßen von ihrem Duft überwältigt, dass ich den Tod fand. Seitdem habe ich darauf gewartet, dass mich jemand findet und zugleich stets gehofft, dass mein Parfum immer noch hergestellt werden könnte. Ich habe weit weg von hier gewohnt, aber eine meiner Nichten hat in Allerhut gelebt. Möglicherweise tut sie das immer noch. Ihr Name lautet Chanel. Wenn ihr die Blume zu ihr bringen und ihr sagen könntet, dass ich euch schicke, wäre ich euch auf ewig dankbar. Die Blume befindet sich immer noch dort oben, hoch oben, in der Nähe der Decke dieser Gruft. Erzählt mir von der Blume, die es nicht gibt. In Jahren als Parfümeur habe ich jede nur erdenkliche Zutat verarbeitet, aus der irgendein Duft zu gewinnen wäre. Also habe ich mich auf die Suche nach etwas gemacht, das ich bisher noch nicht gesehen hatte. Ich wusste sehr wohl, dass es keine einzige Blume gibt, die ich nicht kenne. Weswegen ich dem Objekt meiner neuen Begierde den Namen »Die Blume, die es nicht gibt« verlieh. Ausgerechnet in dieser verlassenen Gruft habe ich sie dann gefunden. Einsam, geheimnisvoll, unerwartet. So einen Duft hatte ich bis dahin noch nie erlebt. Und nachdem ich mich eine Zeit lang an der Blume gelabt hatte, benebelte sie mich und nahm mir damit das Leben. Wie eine göttliche Strafe für meinen Frevel, diese pure Schönheit aus der Erde gerissen zu haben. Na gut, wenn er sie schon gepflückt hat, müssen wir das ja nicht machen. Okay, wie die winken, ist merkwürdig. Aber egal, gut, der Typ will eine Blume haben, beziehungsweise dass wir die Blume einer seiner Nachfahren geben. Kein Problem, können wir machen. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder so eine dämliche Sprungeinlage wird. Hier ist noch eine Kiste. Okay. Ein bisschen Zeug für uns, und hier scheint ein Teleporter zu sein. Der aber wohl der Rückweg von da oben bedeutet. Wobei wir auch springen könnten, wir nehmen ja als Drachen... Ritter oder Drachentöter keinen Fallschaden. Was ich ziemlich cool finde. Oh nein, ja, wir werden jetzt erstmal hier hochklettern. Eigentlich unwürdig für so einen Drachenritter wie uns, aber... Was will man machen? So. Ist hier dann... Nein, hier ist ein Hebel. Den wir mal betätigen. Und der fährt dann eine Leiter runter. Brauchen wir die auch? Ich glaube nämlich mal nicht. Ach, verdammt. Ja gut, da hätte ich vielleicht auch springen sollen. Und das Problem ist, dass ich da auch schon häufiger über Ziele hinausgesprungen bin. Deswegen hatte ich mich da mal fallen lassen. Und können wir da irgendwie hoch? Nee. Okay.
Dann müssten wir da vielleicht doch nochmal hoch. Dass wir diesen Sprung dann direkt schaffen, einfach nur. Okay. Das war jetzt kein Problem. Ja, ich dachte, da unten wäre ein Hebel. Habe ich mich wohl verguckt gehabt. Dann werden wir jetzt hier einfach den Sprung wagen. Okay, scheinbar muss man da durchspringen? Oder muss man da hochspringen? Okay, scheinbar irgendwie da durch oder so. Oder es wird von hier aus weiterführen. Dass wir vielleicht dann nach rechts springen, beziehungsweise da weiter in die Richtung. Kann ja auch sein. Irgendwie. Das Problem ist, dass ich da irgendwie gar nichts sehe. Ja, wir gehen nochmal auf dieses Ding hier. Die Plattform. Also die obere, weil die mir irgendwie ja, besser gefällt, weil es höher ist, dass man da oben vielleicht irgendwie runterspringen könnte oder so. Okay, jetzt haben wir diesen Hebel hier umgelegt und der hat dieses Teil da unten aktiviert. So. Jetzt müssten wir... Ach, genau. Ja, das ist das Doofe. Man muss genau abtimen, wann man die Sprungtaste drückt. Wenn man es zu früh macht, springt man nicht weit genug. Und wenn man es zu spät macht, hat man es ja gerade gesehen, fällt man da dämlich runter. Aber ich würde sagen, diesen Sprung wagen wir dann erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Ciao.